Auch Pflanzen können Stress haben, zum Beispiel beim Umtopfen, Hagel oder Trockenheit. Unser Blattagil kann hier entgegenwirken und die Pflanzenvitalität steigern. Es wird verdünnt mit Wasser versprüht oder gegossen. Das regenerative Pflanzenferment ist angereichert mit nativen Mikroorganismen, Huminsäuren und feinstofflicher Spagyrik. Gemeinsam mit Gärtnermeister und EM-Pionier Rainer Steidle haben wir das Blattagil erprobt. Mit uns spricht er über seine Erfahrungen. Rainer, was ist das Besondere am Blattagil? Im vergangenen Jahr habe ich das Blattagil erlebt. Und zwar tatsächlich in einer Zeit, wo meine Felder überschwemmt waren. Und ich habe es ja damals zum Testen gekriegt. Und ich habe eine Woche, bevor das große Regenereignis war, habe ich es zuerst einmal auf die Felder angewendet. Und dann kam ja mehr oder weniger eine Überschwemmung. Und sobald die Felder wieder befahrbar waren, habe ich es nochmal behandelt, auf Anraten vom Dietmar Näser. Und meine Pflanzen haben sich wirklich sagenhaft erholt. Das hat mich so richtig begeistert. Wie unterscheidet sich Blattagil zum Beispiel von unserem EM-Aktiv? Also ich arbeite ja schon seit Jahren mit EM-Aktiv, schätze die Vorzüge. Und mit Blattagil ist ein Produkt dazugekommen, das noch einmal auf eine andere Weise mit der Pflanze aktiv wird, möchte ich fast sagen. Und zwar für diese Stressbewältigung, wo ich das Blattagil einfach am deutlichsten sehe, ist der Unterschied, dass das Blattagil bringt Stoffe mit, die von der Pflanze aufgenommen werden. Und in der Pflanze finde ich eine beruhigende Wirkung auslösen, aber gleichzeitig wird ein Teil dieser Stoffe durchgeschleust, runter ins Wurzelwerk und dort an die Mikrobiologie weitergeben, um diese Aktivität Pflanzenmikrobiologie wieder zu fördern, besonders wenn Stresssituationen sind. Das ist für mich der gravierendste Unterschied und eine Ergänzung dazu. Wann wendet man das Blattagil am besten an? Also ich wende das Pflanzenagil unterstützend für die Pflanzen an. Beispiel so im Werdegang der Pflanzen. Bei uns werden sie noch ganz klassisch ausgesät in der Jungpflanzenanzucht. Dann werden sie pikiert. Hier wird einfach ein bisschen was vom Wurzelwerk abgebrochen. Dann wird es in eine neue Erde pikiert. Und hier habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich da Blattagil anwende, dann wurzelt die wieder schneller. Es sind zwar nur Keimblättchen, aber die nehmen auch wieder das Blattagil auf und schleusen was durch ins Wurzelwerk. Und hier beginnt dann das Wurzelwerk zum Wachsen und zum Agieren mit der Mikrobiologie. Und da bringt das Blattagil wieder die Stoffe mit, die genau dort gebraucht werden. Dann geht es weiter. Beim Pflanzen sehe ich auch wieder diese Unterstützung, dass dann in gewachsenem Boden sich leichter zurechtfindet. Und dann sind wieder die Ausnahmesituationen übers Jahr, wo Pflanzen tatsächlich wieder Stress hat. Und da wende ich das Blattagil am liebsten an. Es ist eine Gefühlssache. Ja, irgendwo ist auf einmal, dass ich meine Pflanzen anschaue und sehe, dass ich irgendeine Unterstützung brauche. Und da habe ich einfach gesehen, dass nach dieser Anwendung die Blattstellung ein bisschen anders ist, ein Erscheinungsbild der Pflanzen irgendwo ansprechender wird. Das sind so meine Erfahrungen dazu. Danke, Rainer, für einen Einblick in deine Arbeit mit dem Blattagil.